Hallo Leute, Mephi hier und wir spielen weiter Dreamland 2. Wir müssen jetzt in Osten. Ich mag diese Geräusche nicht von euch komischen Kapauzis. Und wo hier oben war der? Was hier? Staub, ja, oder? Hier war. Nein. Doch hier. Schön. Und das alles ohne Zombies. Wow. Wie viele Zombie-Spiele habe ich jetzt eins auf dem Kanal? Dead Island, Dead Rising 2, Dreamland. Oh, 3. Solche Thesen. Oh mein Gott. Eine Sequenz. Eine wahrhaft. Da brennt Licht. In dem Gebäude brennt Licht. Vielleicht ist jemand da drin, der mir helfen kann. Nein. Guck mal, was passiert, wenn ich jetzt nach vorne drücke. Bleib stehen. Okay. Guck mich hier trotzdem um. Hier ist nichts. Da ist eine Küste. Cool. Wir sollten mal in das Gebäude gehen. Ja, okay, wir gehen ja schon rein. Da ist eh nichts drin. Außer dein sicherer Tod. Gott, damit kann man nichts anfangen. Okay. Sind wir immer noch Chef? Nein. Adrian meinte ich. Das ist Chef. Ein Friedhof. Steht ja auf den Gräbern was? Das Grab ist von 1844. Das Grab ist von 1844. Es gibt hier bestimmt ein Grab, was nicht von 1844 ist. Hm, oder auch nicht. Ich suche jetzt nicht alle danach ab. Hier ist ein Blumenweg. Oh mein Gott, der spaltet sich auf. Wir nehmen die andere Seite. Oh mein Gott, die führt genauso so in den ins Nix. Da vielleicht? Nein, da unten. Oh mein Gott, was ist hier nun los? Rinoa, wo bist du? Er ist aktiv, der andere ist Marien. Hier ist gar nichts. Hä? Sicher? Ich hab doch bestimmt nur hier. Nein. Verdammt, hier ist wirklich nichts. Rinoa, wo bist du denn? Und auf den Rückweg kommen wir natürlich woanders raus. Nein, natürlich diesmal nicht. Verlässt man sich einmal auf sowas und dann passiert rein gar nichts. Dann ist es doch der Weg hier. Man geht nach rechts raus und steht auf einmal wieder gerade nach oben. Oh mein Gott, es ist Rinoa. Hm? Chef, du bist anscheinend auf der richtigen Spur zu deinem Verderben. Oh mein Gott, deine Blutspur, wo führt sie nur hin? Zu Rinoa? Oh, sie geht nach unten. Rinoa, nein, du darfst noch nicht tot sein. Ist sie aber. Du wirst es gleich selbst herausfinden. Da unten ist dein Haus. Ob ich da rein muss? Ja, sieht wohl so aus. Gut, wir schauen uns erst mal unten um. Das ist wohl ein Hotel. Sie ist von hinten verriegelt. Die auch? Sollte mich umsehen. Ja. Wie du möchtest, Herr Detektiv. Hier ist nichts. Aber hier bestimmt. Auch nichts.
Bleibt eins, nur die Tür. Auch nichts. Na, was erwartet uns hier? Es ist draußen so ruhig. Verdammte Scheiße, das sind Wölfe. Shit, das kam von nebenan. Okay, ich muss hier raus, so schnell wie möglich. Yay, Wölfe. Ey, das war jetzt aber voll unfair. Gehen nochmal alle Räume ab. Hier ist nix. Da vorne liegt Blut. Hier ist auch nix. Ah, die Wölfe sind hier unten. Doch nicht. Wobei, würde ich raus wollen, wenn draußen Wölfe auf mich warten? Eigentlich nicht, oder? Gut, da kommen wir. Cool, ich hab das Spiel ge... Meine schöne Musik ist weg. Boss Time. Doch nicht. Aber ich kann nicht alle töten. Einfach weil ich kann. Wie viele Punkte gibt ihr eigentlich? Also 76? Ja, gar keine. Schütte mal die, die am nächsten sind. Oh mein Gott. Ein Pentagramm. Noch eins. Mein Gott. Das ist eine Höhle mit Skelettkriegern. Na, wenigstens macht ihr. Viele Punkte gibt ihr eigentlich. Na, noch nicht so viel. Euch kann ich eins auch getrost beiseite lassen. Oh ja. Die anderen haben 15 gegeben. Aber ihr seid so viel, euch tötet ich sicher halber einfach mal aus Prinzip. So viele Skelette. Und darum ist der Höllenausgang. Da ist also ein Stein geritzt worden. Wer aus dem Wald des Nebels jemals hier herauskommen will, muss dem folgenden Weg oder er ist verloren. Geh an den Schild vorbei in den Wald. Geh dann nach Westen. Dann nach Norden, daraufhin nach Westen bist du ein... Ah, ich muss mir nicht selbst aufschreiben, das ist gut. Lass mich raten, du gehst da. Was soll ich bloß tun, wenn dieser Typ auch von den Zombies gefressen wird? Verdammt, was jetzt? Wie viele Lebenspunkte hast du eigentlich? 305. Du kannst bestimmt eh kämpfen, von daher. Was nicht alles so in deinem Papp ist? Eine Leiche. Und das stört sie gar nicht. Frage ist nun, wo muss ich jetzt mit ihr hin? Museum. Nun gehen wir mal dahin. Hm? Museum, immer noch da. Wie viel Schaden bekommst du? Wow. Nicht sehr viel. Gut, dass sie hier kämpfen kann irgendwie. Oh mein Gott, ihr seid kleine Kinder. Oh, ein Schlüssel. Museumsschlüssel, Nordschlüssel. Stimmt sie da, ne? Wir haben zwar einen Schlüssel für Norden, aber nicht den richtigen, ne? Klasse. Ich mag solche Spielchen nicht. Schlüssel. Nur Schlüssel B gefunden. Hey. Wir gehen trotzdem mal hier lang. Mal gucken, was hier so ist. Eine Truhe. Leer. Wow, wie schnell ich das sehe, obwohl das nur ganz kurz für eine Millisekunde aufgeleuchtet ist, das L. Was sollte es sonst sein? Und das E habe ich auch erkannt. Gut, jetzt müssten wir aber durch die Tür kommen. Los, Sakura, du wirst es schaffen.
kommen wir auch noch nicht durch. Vielleicht müssen wir dann einfach einen anderen Weg gehen. Gut, da haben wir jetzt eigentlich alles. Dann gehen wir doch mal nach da. Kommen wir überhaupt nach da? Ja. Du machst das schon, sagt Kuba. Na, hier kommen wir jetzt durch schon. Perfekt. Und da geht's weiter, richtig? Immer diese kleinen Kinder. Und jetzt kommen wir bestimmt da oben endlich durch die Tür. Wehe, wenn nicht. Schauen uns die Scheibe hier nochmal kurz um. Das ist bestimmt der Nordschlüssel D und wir haben nur C. Könnte ich wetten. Gut, das hier ist aber eher linear gehalten. Das geht eigentlich an sich nicht gar nicht so schlecht. Wann haben wir die Folge nochmal angefangen? Ich hab's total vergessen. So, jetzt hier oben. Da hoch. Und Verständnis ist auch nicht der Nordschlüssel C. Könnte ich auch schon fast denken. Gut, dass wir hier alles schon getötet haben. Aber in Ernst, wir haben schon alles umgebracht in diesem Gebiet. Außer den da. Oh mein Gott, wir können durch. Mensch, da musste ich vor lauter Freude den Zombie umbringen. Oh mein Gott, Zombies. Nicht mein Speicherpunkt war hier vor. Oh, sind Soldaten oder sind die tot? Was für ein Massaker. Dieser gottverdammten Scheiß-Zombies haben sie in unserer Abwesenheit eiskalt niedergemetzelt und verstümmelt. Wie sollen wir nun vorgehen? Wir bewegen unsere verdammten Ärsche zurück zum Startpunkt und warten dort, bis der Helikopter wieder kommt. Sofern wir dort überhaupt dem ankommen. Verstanden, ich werde die Munition der Toten mitnehmen. Ihr habt Waffen, kriege ich auch eine? Was zum... Was in Gottes Namen treibst du ein Mädchen hier? Wo sind deine Eltern und was tust du auf dieser bewussten Scheißinsel? Meine Eltern sind tot und ein anderer Mann namens Adrian hat mir gesagt, ich sollte in dem Pub warten. Aber plötzlich kamen Zombies und ich bin nur noch gerannt. Schatz, was sollen wir tun? Wir können sie doch nicht selbst überlassen. Ich weiß aber, es ist verdammt nochmal auch gefährlich. Da draußen gibt es Dinger, die härter sind als Zombies. Und wieso können wir unsere Gedanken gegenseitig lesen? Aber uns bleibt keine Wahl. Selbst hier ist das zu gefährlich. Ja, scheiße, ich weiß. Mädchen, hör zu. Wir werden dich jetzt mitnehmen und dann verpissen wir uns von dieser Geisterinsel. Deinem Freund oder wer auch immer das ist, können wir nicht suchen. Dazu fehlt die Zeit. Sakura. Aber in Ordnung. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Du Verräterin. Mein Ernst, wie dreist du bist. Wow. Oh, davon könnte man glatt Augenkrebs bekommen. Oh mein Gott, es kommt zu uns. Es hört sich nach Wölfen an. Oh mein Gott, es ist da. Sind tot. Schon wieder diese Selbstsorge. Es kam mir vor, als hätte ich irgendwas geschluckt. Na, da würde es mir persönlicher Sorgen machen, wenn ich was geschluckt hätte. Oh, Speicherpunkt, schön. Wie haben wir jetzt eigentlich? 300. Yo. Dann können
kaufen wir mal davon was und ganz viel Morphium. Bis wir nichts mehr haben. Es müssten jetzt alle gewesen sein. Nein, noch eins. Dann waren es jetzt alle. Schön. Und jetzt speichern wir nochmal. Also bis zur nächsten Folge von Dreamland 2. Bis dahin, Leute.